Feiertag 2011, strahlender Sonnenschein. Thomas Grützberg ist dafür verantwortlich. Ich alleine, aber ich denke mal, wir haben es tatsächlich wieder geschafft, zum 10. Mal hintereinander hier am Innenhafen so tolles Wetter hinzukriegen. Also, es geht wahrscheinlich an der guten Vorbereitung. Wer im nächsten Jahr am Weltkindertag nicht hier sein will, aber eine außerhäusige Veranstaltung planen will, der kann das machen, Sonnenschein garantiert zu sein. Wird das so fest? Datum steht noch nicht fest, der Weltkindertag ist ja weltweit der 20. September und um den Sonntag, um den 20. September herum feiern wir immer. Das ist schon mal eine Zusage. Jetzt kommen wir aber jetzt mal zu Arne Feuerschlund. Arne, du hast hier eine Performance abgegeben, oder insgesamt drei, mit Feuer, mit Kindern, mit viel Spaß. Wie hat es dir gefallen? Nee, ich fand es total schön. Also es war, jede Show hatte ihren eigenen Reiz, ihren eigenen Platz und auch die Besucherinnen und Besucher, die waren dabei, haben Stimmung gemacht. Und vor allen Dingen, was eben heute das Wichtigste ist, die Kinder hatten ihren Spaß. Und für mich als Künstler ist es so, wenn ich merke, das Publikum hat Spaß, dann laufe ich auf Hochtouren auf. Und das war heute der Fall. Also ich meine, das mit den Hochtouren hat man gemerkt und ich habe auch selten Künstler gesehen, der in der Lage ist, sich so toll selbst auch auf die Schippe zu nehmen. Ja, das ist eine Grundlage von mir. Ich glaube, also auf gut Deutsch, ich verarsche mich lieber selber, bevor ich das Publikum verarsche. Und für mich selber ist auch das Lustigste. Also wenn ich über mich selber herzlich lachen kann, dann gehe ich wirklich mit einem guten Gefühl von der Bühne runter und entlasse auch das Publikum mit einem guten Gefühl, wenn die auch mal wieder über jemanden lachen konnten und deswegen auch wieder freuen. Aber wir können davon ausgehen, du kommst wieder. Ja, gerne. Also, ich lasse mich gerne wieder einladen. Und dann nochmal zum Chef des Ganzen zurück, Thomas Grützberg. Wie ist so das Resümee des heutigen Tages? Also, ich persönlich würde mal sagen, kann eigentlich nur richtig gut gewesen sein, aber wir wollen doch einfach mal einen Experten mal hören. Nein, also ich glaube, das kann man wieder sagen, wenn man über die Fläche hier geht, nicht so viele, viele lachende Kinder, Kinder, die Spaß haben, Kinder, die auf diese Aktion reagieren. Die Eltern sind sehr gespannt. Das war ja nicht unbedingt, dass man die Kinder einkaufen. Die Eltern sind immer sehr viel gestresster Eltern. Und die Resonanz war sehr überwältigend. Das Wetter war klasse, alle haben toll mitgezogen. Einer der schönsten Tage in meinem Arbeitsjahr 2011. Jetzt haben wir gesehen, es gab diesmal so viele Boote wie noch nie zuvor. Und trotzdem war es kein Überangebot, sondern es hat sich einfach nur besser verteilt. Es hat sich besser verteilt. Die Leute mussten nicht ganz so lange anstehen an den Informationsständen. Und ich denke mal, wir sind nach wie vor auf dem richtigen Weg, möglichst viele Kooperationspartner einzuladen und mit ihnen gemeinsam den Tag zu feiern. Vor allen Dingen, jetzt gab es ja gestern praktisch eine Auftaktveranstaltung, den Tag des Sports hier auf der Königstraße. Da gab es ja auch schon sehr viele Kinderaktivitäten. Und ich habe eigentlich kurz überlegt, ob das zu steigern ist. Aber wenn ich das heute so sehe, das ist nicht mehr zu steigern, das ist also praktisch torpediert worden. Ja, wir treten nicht in Konkurrenz mit den Kollegen von der Sportjugend. Die haben eine tolle Veranstaltung gemacht. Ich habe es auch so gesehen, als ich zurückgekommen bin. Aber wir haben hier unseren eigenen Charakter mit, wie gesagt, über 100 Kooperationspartner. Ohne die könnten wir das nicht stemmen. Das Jugend hat alleine, der hier völlig überfordert. Und deswegen gilt ein besonderer Dank gegen diese Kooperationspartner. Ich denke, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei beiden. Ja, danke.